Eispokal-Endspiele der Fußballjugend fanden in diesem Jahr erstmalig auf der Kunstrasenanlage des SSV Bergneustadt statt. Wir haben das Endspiel der E1-Jugend zwischen dem SV Refrath Frankenforst und dem FV Wiel 2000 mal etwas genauer betrachtet. Der FV Wiel heute sicherlich in der Favoritenrolle. Die Mannschaft mit 12 Siegen und keiner Niederlage in dieser Saison haben unter anderem auch den SV Bergisch Gladbach 09 im Halbfinale mit 4:1 aus dem Pokal gekickt. Der SV Refrath mit einer etwas durchwachsenen Ligasaison, aber verdient durch die steigende Formkurve im heutigen Pokalfinale. Ich begrüße Olaf Georg, Trainer vom SV Refrath, jetzt kurz vor dem Pokalfinale der E-Jugend. Herr Georg, wie sind denn die Erwartungen bei den Kleinen? Die Erwartungen bei uns sind eigentlich, dass wir ein gutes Spiel machen, dass wir gegen Wiel dagegenhalten. Wiel ist der haushohe Favorit, aber unsere Mannschaft kann sehr gut dagegenhalten. Ich hoffe eigentlich, dass wir ein schönes Spiel sehen von beiden Mannschaften. Habt ihr euch taktisch irgendwas Spezielles einfallen lassen für dieses Spiel? Ja, wir haben ein bisschen umgestellt, 3-3, jetzt spielen wir 3-2-1, ein bisschen defensiver, aber eigentlich sollen die Jungs ihr Spiel spielen, das sie können. Olaf Georg, viel Erfolg und vielen Dank. Ja, danke schön. Gleich nach dem Anpfiff Wiel mit dem ersten Angriff, aber die Refrather Defensive hellwach. Die anschließende Ecke. Der Ball findet den Weg in den Strafraum und Sinan Kawaina mit dem etwas glücklichen 1:0 für Wiel in der zweiten Spielminute. Nächster Angriff von Wiel. Sauberer Tunnel, dann rettet Refraths Keeper Marc Mehler und die Defensive schmeißt alles rein. Wieder Ecke für Wiel, aber der heute glänzend aufgelegte Marc Mehler hält sein Team im Spiel. Endlich einmal Entlastung vom SV Refrath. Schöne Ballstaffette, aber im Abschluss einen Tick zu harmlos. Wiel spielte wie aufgedreht. Mit tollen Kabinettstückchen, dem Blick für den Mitspieler und dem 2:0 in der 12. Minute. Torschütze Niklas Gucciardi. Bei den Großen wäre dies ein klares Abseits gewesen. Diese Regel gilt aber erst ab der D-Jugend. Refrath versuchte es nun auch mal aus zweiter Reihe. Und auch der FV Wiel aus der Distanz. Keeper Marc Mehler mit gutem Stellungsspiel. Der FV Wiel ließ Ball und Gegner bei sommerlichen Temperaturen laufen. Schönes Spiel ohne Ball, Vollspann aus der Distanz und Marc Mehler diesmal machtlos. 3:0 in der 18. Spielminute. Torschütze Dominik Bilogrevic. Wiel versucht es weiter aus der Distanz. Die Querlatte verhindert Schlimmeres. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand nach 25 Minuten. Noch war nichts verloren für Refrath, auch wenn Wiel hier einen überzeugenden Auftritt lieferte. Kurioser Beginn der zweiten Hälfte. Ecke Wiel und wieder rettet die Querlatte. In der 34. Minute zeigten die Wieler dann, wie man eine bislang solide Abwehr auseinanderspielt und treffen zum 4:0 durch Luca Mufuni. Nur eine Minute später der gleiche Spielansatz. Diesmal geht es Richtung Mitte und Dominik Bilogrevic trifft beherzt zum 5:0. Zweiter Treffer von ihm lässt Refraths Keeper Marc Mehler keine Chance. Der FV Wiel stürmte weiter, aber der Mann in Orange wieder im Mittelpunkt. Die Refrather kämpften und versuchten noch einmal alles. Langer Ball auf die Nummer 6, aber auch Wiels Torhüter weiß, was er tut. Dank an den Kollegen, super Pass. Refrath jetzt mit zweiter Luft. Wieder die quirlige Nummer 6, aber wieder nichts Zählbares. 43. Minute. Die Zeit lief Refrath nun davon. Der junge Sechser wie aufgedreht.
kann hier nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Strafstoß für Refrath kurz vor Schluss. Refraths Zehner Niklas Marx tritt an und trifft zum 5:1. Ein Tor für den SV Refrath, 1:5. Torschütze in Nummer 10. Schlusspfiff in Bergneustadt. Der FV Wiel 2000 schlägt den SV Refrath mit 5:1 im Kreispokal-Endspiel der E-Jugend. Glückwunsch an den verdienten Sieger. Und auch die zweiten Sieger haben heute eine tolle Leistung auf den Rasen gebracht. Da könnte sich so manche Oberligamannschaft kämpferisch was abschauen. Die Siegerehrung und Statements nach dem Spiel. Darf ich die Schale überreichen zum Pokalsieg 2009-2010? Sieger FV Wiel 2000! So, ich begrüße den Jan vom SV Refrath. 5:1 gegen Wiel, aber so unglücklich siehst du gar nicht aus. Wie hast du das Spiel denn heute gesehen? Ja, also wir haben gut gekämpft, aber dann haben wir halt verloren. Aber die Wieler sind auch sehr stark. Till, gegen Ende habt ihr nochmal richtig aufgedreht, da war noch die ein oder andere Chance drin, oder? Ja, allerdings, also wir hätten vielleicht ein paar Tore mehr schießen können. Ansonsten zufrieden mit deinen Kollegen? Ja, auf jeden Fall. Max, du hast heute im Sturmzentrum gespielt, hast nicht allzu viele Chancen bekommen. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Ja, die Wiener sind ziemlich stark, aber von der Leistung bin ich auch ziemlich zufrieden. Was denkst du denn, müsst ihr noch verbessern, damit ihr im nächsten Jahr endlich den Pokal holt? Ja, alles sein. Gegen die zu spielen. Aber mit der kämpferischen Einstellung der Mannschaft warst du zufrieden, oder? Ihr habt bis zum Ende gehofft, dass ihr es noch schaffen könntet, ne? Ja. Grüße den Dominik vom FV Wiel 5:1. Ja. Gewonnen gegen den SV Refrath. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Sehr gut. Also besser als am Dienstag. Also wir haben 7:2 verloren, aber heute haben wir gewonnen. Und das ist ja schön, wenn wir gewinnen. Und sonst mit der Mannschaft, mit der Leistung deiner Kollegen absolut zufrieden? Ja, sehr zufrieden sogar. Prima, du hast ja auch das ein oder andere Tor geschlagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bist du auch mit deiner Leistung zufrieden? Ja, sehr. Ich bin echt zufrieden. Prima, Dominik. Dann Glückwunsch zum Pokalsieg und noch viel Spaß beim Feiern. Ja, danke schön. Grüße ich hier noch den Georgi vom FVB 5:1 gegen SV Refrath. Wie bist du mit der Leistung zufrieden deiner Mannschaft? Ja, recht zufrieden, weil wir haben gut gespielt. Ein Tor nur kassiert waren 11 Meter. Kann man nichts fürchten. Mit der Nummer 3. Du hast jetzt gerade schon die Sekt- oder Mineralwasserdüse genossen. Wie feiert ihr denn heute noch? Max Wiesenberg. Wir feiern die Bagucci. Wir feiern Bagucci. Und dann im Cabrio dahin fahren. Prima, dann danke ich euch und viel Spaß beim Feiern. Mit der Nummer 2. Und den Trainer Wendy Masani vom FV Wiel. Man sieht es im Gesicht, glaube ich, wie stolz du auf deine Jungs bist. Kannst du ein bisschen was zum Spiel sagen? Ja, zum Spiel. Es war eine überragende Leistung. Die Kinder haben ein super Spiel gemacht. Wir waren eigentlich das ganze Spiel überlegen, schön über außen gespielt, also richtig Fußball gespielt. Das war ein super Erfolg für uns. Das haben die Jungs auch verdient. Ja, die Jungs laufen hier schon, die wollen unbedingt feiern. Ich feiere mit. Und den Trainer natürlich duschen. Jetzt noch die Frage zum Abschluss, wie feiert ihr denn heute? Heute? Ja, mit den Kindern müssen wir gleich gucken, wo wir hingehen. Wahrscheinlich zum Mac. Einfach mal richtig feiern heute. Das haben sie richtig verdient heute. Und heute Abend zusammen noch Champions League gucken? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und hoffentlich gewinnen die Bayern noch dazu und dann... Wird richtig schön heute. Schöner Tag. Wetter stimmt. Einfach klasse. Prima, bedanke ich mich und viel Spaß beim Feiern. Bitte.